entschieden, wir machen heute weiter mit dem kleinen nächsten Rennen. Und das ist da, was ich, wo ich gerade markiert habe. Wir springen kurz hier zu dieser Garage, weil dann ist der Weg ein wenig kürzer. Und ja. Und unser Ziel ist es, zumindest in diesem Fall nochmal eine Werbung zu schlagen. Ich weiß noch nicht, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Folgen, wenn wir versuchen, ein bisschen in die Nacht zu kommen, damit ich irgendwann mal Level 50 erreiche. Das ist ja immer noch so das allergrößte Ziel überhaupt hier. Und bevor wir dann überhaupt nochmal die Story abschließen, also ich habe noch ein paar Rennen. Wir müssen sowieso erstmal, ich glaube, 37 oder was war das? Ich glaube, 39, bis wir dann überhaupt irgendwie mal weitermachen können. Ich gucke gerade, das ist nur tagsüber. Ne, nachts nicht verfügbar. Okay, das ist nicht nachts verfügbar. Ja gut, da müssen wir sowieso. Aber das kriegen wir schon noch hin. Die Story machen wir doch immer noch. Ich fahre vielleicht nochmal meine Drift-Story. Aber nicht jetzt. Ah, schon. Recht ein kleiner Kopf. Dem Lambo kommen sie sowieso momentan kaum hinterher. Das habe ich so ein bisschen Gefühl. Zumindest am Anfang nicht. Ich weiß nicht, was dann aussieht irgendwo mit Level 3, 4. Aber ich halte ja ein bisschen was auszuhalten. Das ist immer wichtig. Weil ich versuche es ja dann irgendwann doch mit allen Mitteln. Und das will ich halt irgendwie von groß verhindern. So, jetzt erstmal das nächste Rennen. Und das heißt. Mauri Wagnis. Oder Mauri Wagnis? Wagnis wahrscheinlich. Wir machen es auf jeden Fall jetzt erstmal. Aber heute machen wir auf jeden Fall nochmal Nacht. So. So, ihr werdet euch sehen oder mir wahrscheinlich eh nur am Anfang. Ein bisschen auf Eier gehen werden, aber nicht allzu lange. So, den hat es schon mal ausgehebelt. Irgendwo kam gerade noch was hinterher geflogen. Denke mir mal, dass er nicht auf einmal. Ja, liegt aber auch wie Brett der Wagen. Muss ich gerade sagen. Gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Ich gerade ein bisschen. Also momentan haben die Cops doch nicht so das große Verlangen danach uns zu verfolgen. Sagen wir es mal so. So, okay, auf geht's. Aber die Sache ja nur, die werden uns am Anfang noch ein bisschen folgen können. Wie gesagt, die einzigen, die uns jetzt gerade so ein bisschen richtig die Rechnung machen könnten, wäre entweder wir, und mit unserem Unvermögen, weil wir nur irgendwelchen Mist bauen, oder die Cops, die mir das Rennen versäumen. Beide schon vorgekommen. Aber wie gesagt, mal gucken. Wir sind jetzt in der Stadt. Jetzt. Da vorne war irgendwo gerade ein Kopf.
Frage, ja, der fährt auf unserer Strecke. Also werden wir ihn jetzt gleich kurz haben. Aber wieder, die Frage ist immer, wie lange, ne? Nächste Mal für die Dashcam. Nicht allzu lange. Im Zweifel legst du die einfach kurz um und dann hast du sie sowieso. Okay, ich dachte, ich könnte locker durchfahren durch die. Durch die Tankstelle. So, der nächste, der ist jetzt gleich direkt wieder vor uns, wo der hängt. Ja. Ja, sag ich auch. Ein paar Details zu Marco und Modell wären wirklich hilfreich. Wer sucht da deine Lamborghini Huracan? Okay, Leute. Einer unserer Officer. Entkommen. Na gut, eigentlich war es da anders geplant, aber so kann man auch kurz entkommen. So kann man auch gerade versuchen zu entkommen. Ah, ich guck gerade. Haben wir doch irgendwo eine. Ich hab's irgendwann nochmal drin, ne? Aber die fahren nochmal. Ich fahr da hoch. Ich sag ja, Unvermögen. Wie auch immer. Ich habe die Zielperson im Blick. Ich habe das Zielfahrzeug irgendwie aus den Augen verloren. Halte die Augen offen. Unsere Zielperson ist noch da draußen. Ich wundere mich jetzt. So, ich hoffe, dass ich jetzt die Tankstelle jetzt mal mitnehmen kann. Der Wagen ist weg, also vergesst es. Ich schau mal, ob ich in den sozialen Medien ein paar Rennevents finde, Scheiße. Zu denen ich euch stattdessen schicken kann. Verstanden. Nehmen wir meine Patrouille wieder auf. Ich muss jetzt gerade ein bisschen mal versuchen, wieder wegzukommen von ihm. So, da vorne ist die Garage. Ich nehme die jetzt mit. Ja, wir sollen nicht ganz aus dem Dunstkreis raus. Wir müssen also ein bisschen wieder wegkommen. Thank you.
So, jetzt so. Leck mich doch am Sack. So, einmal kurz in die eine Richtung und dann nehmen wir es einfach mit. Jetzt haben wir fast eine Stufe 3. Im Moment bin ich mit einer soliden Rennnacht zufrieden. Wir müssen ja nicht immer Vollgas geben. Nicht? Level 32, ne? Haben wir es doch erreicht. So. Hast du Zeit, wir haben neue Autos. Hier stehen nämlich neue Teile zur Auswahl. Eine war eine Corvette LT1, oh, diese 5 Autos Ferrari, 488, Porsche 911, Lamborghini Aventador, muss der Lago noch hinterher gekriegt. Oh, 2 Lambos, Porsche, Ferrari und die Corvette. So, ein Rennen haben wir noch, was die Nacht betrifft. Was ich zumindest heute noch machen möchte. Ich überlege gerade, haben wir nicht kein Rennen mehr in der Nacht? Wie ist noch eine Story-Mission? Gesetzesbrecher. Ich möchte jetzt nicht die Story beenden. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu blöd, aber nicht änderbar. Ich mache jetzt den Hafentüfter, so. Ist jetzt eh nicht änderbar. Ich wollte es. Also den Gesetzesbrecher will ich jetzt nicht machen. Weil. Das wäre, glaube ich, das ziemlich das Ende der Mission der Story. Dann habe ich jetzt keinen Bock drauf. Deswegen gehen wir heute in den Tag rüber und fahren. Dann habe ich doch mal ein Nachtsevent. Das kann natürlich auch sein. Da hat der mir jetzt, gerade einen neuen Tag nach dem Wendern. Das wäre super jetzt. Jed 5 Rennen? Na gut, dann muss ich ja irgendwie. Ich habe keinen. Aber jetzt warte mal die Tage. Machen wir noch mal ein altes Rennen. Ich guck gerade. Dann haben wir hier das Prestige. So, Feierabend. Gut ist. Also nicht für heute, sondern wir fahren jetzt nochmal. Fahren wir halt nochmal ein älteres Rennen, weil ich nehme jetzt die Dings mit. Ich will nämlich unbedingt immer Level. Wir müssen eh warten, bis wir das nächste Level haben. So, gehen wir kurz in die Nacht. Gehen wir kurz rüber wieder in die Nacht. War das letzte Rennen und dann machen wir Feierabend. Machen wir Feierabend für jetzt. So, und. So. Dann fahren wir das eben noch zu Ende. Wir brauchen jetzt noch 61.000 bis Level 33. Ich glaube nicht, dass wir es heute kriegen. Boah. Eine Mücke. So.
Können wir noch schnell das Rennen hier? Das war der Kopf, der von Eier geht. Ich erwischte. Hat schön von der Mücke gestochen. Ich hab gemerkt. Also, Prestige, nochmal ein Sprintrennen. Sprintrennen. Das bringt auch nochmal ein bisschen RP. Ja, Reputationspunkte, wie auch immer. So lange werdet ihr mir sowieso nicht auf den Sack gehen können. Weil ihr dann immer noch mal die Möglichkeit habt. Aber daran fangen, wie gesagt, die Corvette hier und die Viper. Das ist eine Viper, das schwarz-weiße. Die werden, ja, die haben sich gerade mal ein bisschen selber weggehauen. Die Corvette hatte kurz die Viper mal rausgenommen. Aber wie gesagt, das werden sie nicht lange machen. Probiert das gar nicht, mein Freund. Du wirst irgendwann aus der Schicht lang kommen. Ja, mal fragen, wie lange. Okay, ich nehme die Herausforderung an, aber glaub mir, du wirst verlieren. Das sagst aber auch nur du, mein Freund. Der kommt ja schon. Man bleibt mir ein bisschen sicher, ich habe schon dran, so schneller steigt man die Heatstufe. Und Scheiße. Das wird super. Dachtest du, du kannst mir entkommen? Ja. Ah, wir sind noch Dritter, alles gut. Ich fange mir die eh wieder ein, die beiden Jungs da vorne. Ah, schon der Zweitplatzierte, der kommt ja gerade den Führenden. Mir kannst du nicht entkommen. Ich hab das Zielfahrzeug im Blick. Scheiße. Das ist mir schon das zweite Mal passiert jetzt mittlerweile. Dass ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, damit ich mal da vorne den Führenden einfangen kann. Aber das sollte nicht das Problem sein. Letzten Meter habe ich mir den noch gefangen. Auf letzten Meter kriege ich mir den Sieg nach. Ich sage ja, fast versorgt mir dieses Rennen, doch das Ziel. Was für eine Scheiße. Ich beende diese Verfolgung. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Ach komm schon. Lasst uns doch ein bisschen mehr Zeit, den Wagen zu finden. Nein? So, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich wieder. Ach, das ist scheiß Vieh, ne? Haben wir den Nummer hier in der Nähe noch? Nee, ne? Dann machen wir es so. Ja gut, 44 HP, das ist immer nicht mit. Ja, wie gesagt, fast hätte mich dieser verpasste Checkpoint fast das komplette Rennen gekostet, aber ich nehm's mit. So nah an der Spitze müssen wir clever fahren. Zieh dein Ding weiter durch. Ja, wie gesagt, 27.600, die nehmen wir mit. Und haben nicht mehr allzu viel bis Level 33. So, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Rückzugsort auf dem Land. Fühl dich wie zu Hause. In der nächsten Folge machen wir dann weiter und da freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play Need for Speed Heat.